Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play The Outer Worlds mit Sam und Nioka auf Monarch, immer noch. Ich glaube, allzu lange werden wir hier nicht mehr bleiben. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, wir werden sogar schon diese Aufnahmesession Monarch verlassen. Vielleicht, ich weiß nicht so recht, also, könnte sein, muss aber nicht. Wir sollen da hinten hin, Geheimlaborzugang, kurz ins Questdock. Raumverbrecher-Syndikat Lilia Hagen auf der Groundbreaker folgt einer Spur zu einem überaus teuren Bewegungsobjekt. Als der Vorstand Monarch verließ, wurden mehrere Fabriken und Forschungsanlagen fast vollständig intakt verlassen. Das haben wir schon mehrmals gesehen. Ein Großteil dieser Standorte wurde bereits um alle wertvollen Ressourcen erleichtert, aber die Agenten von Sublight und Monarch entdeckten vor kurzem ein verborgenes Labor mit einem Vorrat an alter Vitalgas. Lilia braucht einen unabhängigen Captain, der nicht zu blöd ist, um Texte zu lesen, also meinerseits, der die Bergung vornehmen kann. Betritt das geheime Labor in Cascadia. Ein verlassenes Labor in Cascadia beherbergt den großen Vorrat an alter Vitalgas. Ja, das haben wir gerade eben schon gelesen. Mit Hilfe des Passworts vorsintflutlich. T, da fehlt ein T. Solltest du in das verborgene Labor gelangen? Oh, sind flutlich. Also machen wir uns mal. Oh, da sind schon wieder Mantis. Oh Gott. Machen wir uns mal auf den Weg, dann, sonst haben wir eigentlich auf dem Monarch nur noch ein paar Nebenquests zu tun. Wir haben in Stellar Bay, glaube ich, noch ein paar Sachen. Ja, mit denen wir da reden können. Da ist nämlich ein grüner Punkt hier. Da. Ganz. Da. Aber ich glaube, das ist die. Das ist die Ding. Das ist die, das ist unser Schiff. Glaube ich. Ja. Glaub, das ist unser Schiff. Also der Weg führt zum Schiff. Glaube ich. Weil sonst haben wir hier sonst nur noch der tragische Trooper. Bitte Hiram um Hilfe. Bitte Nioka glaubt, dass der Informationshändler ja verstorbenen Freunde aufschwimmen kann. Ja, das, weiß ich schon, wo wir den finden. Hat sie auch gesagt. Punktum. Glaube ich. Genau, ein Mann namens Hayes beißt nicht in die Sonne. Parvati möchte Julie mit dem perfekten Date überraschen. Braucht dafür meine Hilfe. Also unsere Finde herzlich in der alten Rizu-Anlage bei Cascadia auf Monarch. Also direkt vor uns. Der leere Mann bringt Max zur Einsiedlerin auf Skylla. Das woanders. Finde Captain Aryan auf Skylla. Bring die Wissenschaftswaffe der Groundbreaker an dich. Und radiofreies Mache. Sprich mit dem Informationshändler bei Devil's Peak. Da ist die Hauptquest. Die ist da. Ich habe mir gedacht, nur vorher mache ich das hier noch. Vorher machen wir noch ein paar Nebenquests. Wir sind ja mit Monarch noch lange nicht durch, aber bald, würde ich mal sagen. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, ich werde das heute durchspielen für mich. Also es werden wahrscheinlich so noch irgendwie 10 Folgen vielleicht, wenn es hochkommt, die wir auf Monarch verbringen. Wahrscheinlich aber nicht allzu lang. So, da unten sind noch ein paar Mantisaurier. Ich kann sie nicht ausstehen, auch wenn die Larven voll süß sind. Die müssen sterben. Du bist nicht tot? So, jetzt noch. Nioka! Wie kann Nioka zu Boden gehen, wenn das Viech hier, Mr. N, wenn das Viech hier, Sturmgewehr Ultra, selber zu Boden gegangen ist? Alles nehmen. Aha, der Tripklinge Mark II. Das ist ja furchtbar interessant. Das hatte ich ja noch nie. Huch! Was? Du bist wunderschön. Wie eine Göttin. Schönheit sucht deinesgleichen. Ha!
Verdammt, da war es zum Plündern, zerlegen, was auch immer. Ich finde ja, ehrlich gesagt, Monarch ist immer noch der hässlichste Planet, auf dem wir bisher waren. Mit sehr, sehr großem Abstand. So, fangen wir mal, hauen wir mal Sam rein. Der scheint hier direkt wohin, was? Dann schießen wir selber mit dem Sniper rein. Der ist schon tot. Sam ist nämlich ein Nahkämpfer, ne? Ich muss meine Waffe reparieren. Sam ist Nahkämpfer. So wird mich so ein bisschen. Wächtersäbel Mark 2 kann weg. Braucht es eigentlich wirklich nicht mehr, oder? Das Einzige, was wir eventuell brauchen könnten, wäre Munition. Weil davon haben, können wir nie genug haben, aber... Ich habe 123 Medpacks. Energiezellen nutze ich nie. Gibt es irgendeinen Grund, Energiezellen zu nutzen? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, wir hatten bisher noch nicht eine einzige... Komm, die lasse ich jetzt leben. Wir hatten bisher noch nicht eine einzige starke Waffe. Also eine starke Plasmawaffe. Oder ich benutze sie nicht, weil sie so, weil ich dieses Aufladen so doof finde. Ach, guck mal, Sam. Ein Gleichgesinnter. Ich bin so enttäuscht. Also heute habt es echt, ne? Die Leute die falschen Leute anzugreifen. Das ist heute euer Hobby. Den da bitte. Ich kümmere mich derweil um den Rest, der da nicht mehr lebt. Okay. Heute haben sie es. Ist so unglaublich hässlich. Ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht in 2K aufnehmen soll, also 1440p. Aber das ändert ja nichts an der Farbgebung, ne? Also geht das nur mir so? Der das Spiel irgendwie mega hässlich findet? Das liegt bestimmt an Planeten. In der Stadt ist es nicht so schlimm. Es liegt irgendwie an der Farbgebung der Pflanzen, glaube ich. Ich kann leider auch kein Filter drüber hauen. Von Nvidias Seite aus. Es gibt ja, wer eine Nvidia-Grafikkarte hat, der kann ja GeForce Experience nutzen, um quasi sowas wie Reshade reinzupacken. Aber das geht nicht. Bei Outer Worlds. Ich weiß nicht so recht warum. Deswegen kann ich auch keinen Fotomodus nutzen oder 4K-Bilder machen. Upscaled und so ein Scheiß. Naja, wenigstens funktioniert die FPS-Anzeige, die ist ganz nützlich. Die seht ihr nur nicht, weil der Overlay nicht aufgenommen wird. Ein Glück. Jagdgewehr Ultra, Stufe 17. Ich wünschte, ich könnte die Sachen direkt vergleichen. Muss ich hier gucken? Ich habe Stufe 20, 196 Schaden pro Sekunde, 245 Schaden so. Magazingröße, naja, ist schlechter. So, Cascadia. Noch so eine alte, verrottete Stadt, hä? Das ist ja toll. Cascadia. It's Rizzo. Ist verschlossen. What's up? Kennst du den Ort hier? Wohin jetzt? Let's see. We've gone too far. Double back to the river. Nein, wir müssen hier hin. Ich sollte Parvati holen. Kann ich eine Schnellreise hier machen? Da hinten. Okay, wir müssen uns durch das Cascadia durchschlagen. Ich nehme an, der ist voll mit Gegnern. Um den Schnellreiseplatz freizuschalten. Hab ich schon. Hä? Kann ich in der Nähe von Gegner Schnellreise machen, aber ich habe den Landeplatz schon freigeschaltet. Das ist interessant. Wir müssten eigentlich... Ich meine, er ist so persönlichkeitslos, ne? Wir müssten eigentlich Parvati holen, wenn wir eine Quest von ihr hier haben. Scanning for C-2-5-4-7 Grade rated contaminants. Gute Arbeit! Thank you, customer. All cleaning tasks have been completed.
Scheduling next round of cleaning to commence in 4 minutes. Ja, echt eine Phobie, was das angeht. Okay, Sam, los geht's. Ich hab gesagt, los geht's. Es ist immer so frustrierend. Sanitization incoming. Alter, wie der dich auseinander nimmt. Ich will das jetzt mal wissen. Der grüne Schaden ist von Sam. Der grüne Schaden ist von Sam. Er hatte gerade eben noch Statuseffekt. Geh mal hier hin, Sam. Bitte. Unauthorized contaminants. Episch. Aha, immun auf der Leiter. Good news, customer. All germs and contaminants have been neutralized. Okay, er ist schon stark, aber er schießt halt wirklich so wie jeder Begleiter viel zu selten. Ich glaube, das haben sie mit Absicht gemacht, damit der Spieler noch was zu tun hat. Was ist das hier? Eine alte verlassene Stadt? Oh, hallo. Ne, das musst du wirklich nicht sauber machen, Sam. Aber danke für das Angebot. Er hat schon echt wenig Persönlichkeit. Im Grunde besteht er nur aus Werbesprüchen, ne? Er ist einfach nur ein Reinigungsroboter. Was erwartet man noch? Die tiefsten Gespräche, die es gibt. So über HK-47 aus KOTOR. Oh, der war toll. Das war mein Roboterbegleiter. Was ist denn da oben? Da können wir den Gleiter noch gar nicht treffen. Ja. Warte, wie viel Schaden macht eigentlich Sams Waffe? 1112 pro Sekunde, also 65 insgesamt und 280. Er macht halt 150 Fernkampfschaden. Das ist halt das Doppelte von dem, was jeder andere Begleiter macht. Zum Vergleich Nioka, die ja wirklich keine schlechte Waffe hat, glaube ich. Ja, die ist echt nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht. Die macht halt 32. Okay, vielleicht sollte ich ihr erlauben, auch Nahkampf zu gehen, weil dann macht sie 93. Ist halt übel, wie viel Schaden Sam macht. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie mit Absicht so. Weil du trainest ja quasi einen Companion dafür. Also ich sehe Sam nicht als wirklichen Begleiter an, weil er hat eigentlich nichts, was so ein typischer Begleiter hat. Das heißt, eine eigene Geschichte, irgendeine eigene Quest oder sowas oder irgendwelche Dialoge. Er hat ja nicht mal Dialoge, er ist ja irgendwie einfach nur... Ja, ein Roboter, ein Reinigungsroboter halt, ne? Plasma-Karabiner. Ich habe schon Lust, die irgendwie zu nutzen, aber... Aber du musst sie aufladen. Und da kann ich genauso gut eben das hier nutzen. Das muss ich nicht aufladen. Und es macht auch Plasmaschaden. Man sieht ja, wie effektiv das ist. Ich glaube, mit dem Sturmgewehr Ultra bin ich allgemein ganz gut... Wieso ist das von 4 auf 2 runtergegangen? Ganz gut bedient. Vollschutz. Aha! Resource. Ich nehme mal an, hier war früher Resource. Was ist Resource? Das ist irgendeine Firma, von der haben wir bisher noch
so gar nichts gehört. Ne? Es gibt ein paar Verkaufsautomaten und auf der Groundbreaker gibt es diesen komischen Werberoboter, der immer rumschreit und sie haben diese furchtbar pinken Rüstungen. Aber sie selbst, also von Rezo selbst, also von irgendwelchen Händlern oder sowas, haben wir bisher noch nichts gehört. Haben die überhaupt Händler? Oder verkaufen die rein digital quasi? Oh, guck mal, geschickter Verkäufer, Händler, Ankaufspreise plus 20%. Da sieht man auch ganz klar den Bonus. Das finde ich ja nett. ...36, schwer. Ja genau, war scheiße. 39, schwer. War kacke, ne? Muss die mal in die Box legen. Dinger, ich pack die immer bei mir rum. Gar keinen Grund dafür. Resource Blueberry Saft. Warte mal, den brauche ich nicht verkaufen. Weil den kann ich nämlich auch einfach ausrüsten. Ich habe hier nämlich noch einen. Hallo? Wo kommt ihr her? Ich habe mal wieder die Bewegungsschärfe übrigens runtergedreht. Ich habe sie nicht komplett aus, aber ich habe sie von 100% auf 40% runtergedreht. Weil es ist mir beim Schnitt einfach aufgefallen. Ich habe es halt eigentlich auf YouTube überprüft, aber beim Schnitt ist es mir aufgefallen, wie unangenehm das mir beim Schnitt einfach war. Einfach aus dem Grund, dass ich Schwierigkeiten hatte, gute Bilder zu kriegen. Ich finde aber, ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Ach, das waren jetzt die Herzküchlein. Ah. Ja gut, die müssen wir Parvati sowieso noch persönlich geben, von daher ist das nicht erstaunlich schlimm. Rezo, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Rezo-Süßigkeiten kein Karies verursachen. 5 von 5 der von Rezos bezahlten Ärzte stimmen dieser Studie zu, angesichts der durchschnittlichen Lebensdauer eines Kolumnisten. Rezos Incorporated, Verkaufsautomat Interface, autorisierter Nutzer Cecil McClure und Ira Boyd. Fehler, es kann keine Verbindung zur Finanzabteilung von Rezo Incorporated hergestellt werden. Dieses Terminal befindet sich nun im Standardanzeigemodus für Protokolle und Nachrichten. 4. Februar 2344. Gnade mir das Gesetz. Gnade es uns allen. Ich habe einen gesehen. Schaum vor dem Mund, konnte kaum noch mehr als 2 Worte aneinander reihen. Kam auf mich zu, als wollte er mich im Ganzen verschlingen. Zora hatte recht. Hier gibt es wirklich Monster. Wir müssen hier weg, wenn wir überleben wollen. Corona-Patient? 5. Februar. Cecil, du bist nicht verrückt. Das waren mal Menschen. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt sind. Zora. Umbrella Corporation? Ist Rezo die Umbrella Corporation? 11. März. Cecil, diese verrückten Arschlöcher wissen nicht, wie man ein Keypad bedient. Ich habe eins aus meinem kleinen Klinikbüro benommen und es am Brückentor installiert. 2613. Also 2136. 2613. Sei vorsichtig, Zora. Oh, das erinnert mich an Legend of Zelda. Die Zoras. Zoras. Da. Ich muss kurz was gucken. Terminal benutzen. Die Rezo Bridge to Success Trademark wurde vorsorglich wegen eines Notfalls geschlossen, um deine Sicherheit und die andere zu gewährleisten, wurde der Zugang bis auf Weiteres gesperrt. Das ist mir scheißegal! Zugangstor aufgesperrt, bitte beachten, Schaden Vermögenswerten oder Personal des Unternehmens, das aus der Öffnung der Brücke resultiert, wird zu gleichen Teilen aus dem Gehalt aller Angestellten in Cascadia kompensiert. Okay, jetzt aber mal im Ernst, haben die von Zombies gesprochen? Oder haben sie von den Plünderern gesprochen? Das klang nach Zombies. Aber wir wissen auch, Plünderer kann es eigentlich auch nicht sein, weil Plünderer können Keypads benutzen. Könnt ihr doch, oder? Könnt ihr, oder?
Das würde natürlich, wenn das die Plünderer wären, die gemeint sind, dann würde das, das gesamte Ding natürlich auf völlig neu, in völlig neues Licht drücken mit den Plünderern. Vielleicht geht es da um das Gas. Vielleicht ist das ein Zombie-Gas. Performance evaluation is Sterling. Archer, wa? Gehen wir erstmal unten. An das Terminal, dann brauche ich keine Mac-Dietriche verbrauchen, wenn das hier der Zugang ist. Es ist wissenschaftlich erwiesen, bla 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 bla. Willkommen bei Rezos Verkaufspunkt Betriebssystem. Angestellter McClurk, Cecil, du bist seit 88.536 Stunden im Schichtdienst. Du hast dir eine 5-Minuten-Pause verdient. Schön. Wie wäre es mit einem leckeren K.O.-Riegel? Hauptmenü, Vorgesetztenüberbrückung. Für diese Aktion ist ein Passwort erforderlich. Okay, auf Tastenhelmer, zurück zum Standfazit. Lesen wir erstmal den Rest durch. Transaktion starten. Hast du den Kunden mit den folgenden Worten begrüßt? Willkommen bei Rezos Sweet Shop. Wir haben alle Süßigkeiten der Welt. Wie kann ich den Tag besüßen? Ja. Hast du den Kunden einen Slap angeboten? Der Umsatz von Lemon Slap ist zurückgegangen. Erinnere unsere Kunden daran, wie erfrischend ein köstliches Slap ist. Versuche es doch hiermit. Bist du durstig, mein Freund? Nichts schlägt ein köstliches Slap. Ja, ich habe ihn ins Gesicht gehauen. Inventardaten werden abgerufen. Fehler beim Abrufen des aktuellen Inventars. Transaktion abgebrochen. Verdammt. Ja. Nein! Erinnerung! Alle Angestellten müssen ihre wöchentlichen Produktempfehlungsquote erfüllen. Gemäß der Aufzeichnung hast du seit 3689 Tagen kein Produkt empfohlen. Deine Akte wurde für Leistungsevaluation vorgesehen. Aktuelles Inventar anzeigen. Hä? Hat er doch gemacht hier! Wir haben nur nichts. Eine Scheiße. Na gut. Passwort eingeben. Vorsintflutlich. Ohne T. Backup-Generatoren werden aktiviert, Aufzug wird aktiviert, gesicherte Tür wird geöffnet. Das war jetzt nicht oben. Na gut, dann gehe ich jetzt zuerst nach oben. Mhm. Hallo? Bitmodul. Hauptsache die Kassen funktionieren noch, wa? Was steht hier? Ach, nichts. Schlossknacken 45 von 45. Das ist Schlossknacken drin. Ja, so gut. Ich ärgere mich übrigens immer noch, dass ich die Firmengeheimnisse von Spencer's Choice, nee, nicht von Spencer's Choice, von Auntie Cleo auf Roseway zurückgegeben habe. Statt die zu verkaufen an unsere liebe Freundin. Da ist noch eine verschlossene Tür. Runtergehen zur verschlossenen Tür oder rübergehen zur verschlossenen Tür? Ah, die muss. Ah! Hallo! Okay, ihr habt mich noch nicht gesehen. Ihr steht aber gerade so schön zusammen. Wieso brenne ich? Wir spielen übrigens immer noch auf hart, ne? Nicht, dass sich jemand wundert, dass die Gegner so extrem wenig aushalten. Los, Sam! Mach dein Ding. Oh, das war so spaßig. Point and shoot. Ich glaube, wir sind unterdessen wirklich zu stark. Also ich glaube, der Sturmgewehr Ultra mit dem Plasmaschaden, das haut einfach zu sehr rein. Was ist das denn? Waffenteile? Nee, Rüstungsteile. Das will ich nicht. Und drehen. Das Balancing in dem Spiel ist auch mal wieder ganz komisch, ne? Was ist das eigentlich in den letzten Jahren mit dem Balancing in den Spielen? Das ist... Kann ich das von innen aufmachen?
Es war also ein alternativer Zugang. Wir haben witzigerweise sofort den weniger Bewachten ausgesucht. Okay. Da, 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 da. Ich will natürlich zur Eingangstür, deswegen gehe ich außen rum. Bottling Plant. Aha. Was steht da? Ach, Resource. Kein Terminal! Used to be, you can get the best wine on Monarch here. Dispensing body bags. Bah? Body bags? Was willst du mit Leichensäcken hier? Leichen? Das ist noch gar nicht so lange her, ha? Huh? Weiß ja nicht, wie alt ein Joker ist. Jetzt mal Ende 20, Anfang 30? Oh. Ich meine natürlich, hey, es war. Ich habe ja die Geduld eines Elefanten. Sind Elefanten eigentlich geduldige Tiere? Oder sagt man das nur so? Weil die so langsam sind. Ich meine, nur weil man langsam ist, heißt das ja nicht, dass man geduldig sein muss. Noch ein Resource-Verkaufsautomat. Wie viele gibt es denn hier? Beim Zugriff auf die Nachrichtenarchive ist ein Fehler aufgetreten. Die verfügbaren Nachrichtenthreads sind in Folge aufgelistet. Bitte beachten, der unbefugte Zugriff auf Nachrichteninhalte von Rezo Incorporated ist eine Straftat. Öffentliche Ankündigung Nummer 117. Mit dieser Verlautbarung veröffentlicht am 12. Januar 2343 wird er geworden zum untauglichen Arbeitsplatz erklärt. Angesichts der feindseligen und aggressiven Tierwelt, bla bla bla. Das können wir schon. Und UDL. UDL hat die gleiche Nachricht auch rausgebracht. An Theodore T. Pauline B. Betreff re die Gefahrenklausel. Ist nur von unten nach oben, wie auf Twitter. Wait, ist das bei Twitter eigentlich immer noch so? Unterdessen haben die Leute gemerkt, wie man Threads macht, ne? Das ist unterdessen, das war früher auf Twitter so. Man musste früher immer von unten nach oben lesen. Das ist manchmal immer noch so. Naja. Ted, Summer, Sie, von Sumner, Z. an Theodore, T. und Pauline, B. Betreff, Re. Die Gefahrenklausel. Datum, 12. Januar 2343. Nein. Wir erfüllen unsere Exportquote mindestens für die nächsten 7 Monate. Projekt Petero ist noch immer unsere Priorität Nummer 1. Danke. Nee, von Theodore, T. an Sumner, C. und Pauline B. Betreff Re. Die Gefahrenklausel. Ach, ich muss doch von oben nach unten lesen. Wie, was ein Scheiß. Also von Samna Z. an Theodor und Pauline. Betreff die Gefahrenklausel 12. Januar 2043. Ich habe die Bestätigung erhalten, dass Rezo sowie die restlichen Unternehmen den Standort Terra One bald aufgeben werden. Von uns wird erwartet, dass wir die Exporte bis zum Tag der Abreise aufrechterhalten. Alle Teams werden weiterhin tätig sein, bis wir andere Instruktionen erhalten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehe ich keinen Bedarf, jemand anderen außer uns dreien über die Entscheidung des Vorstands in Kenntnis zu setzen. Wir wollen vermeiden, dass unsere Arbeiter denken, sie wurden neu zugewiesen. Lassen wir sie einfach das tun, was sie am besten können. Ihre Arbeit. Von Theodore, verändern sich dadurch unsere Prioritäten? Sollten wir damit anfangen, die Forschung zugunsten der Exporte auf Eis zu legen? Nein, wir erfüllen unsere Exportquote mindestens für die nächsten 7 Monate. Projekt Potero ist immer noch unsere Priorität Nummer Uno. Von Rezo Verwaltungsrat an Sammler Z betreff Shuttle-Neuzuweisung. Datum 7. März 2043. Guten Tag. Wir müssen dich bedauerlicherweise darüber informieren, dass die Shuttles, die zu der Abfüllanlage in Cascadia unterwegs waren, umgeleitet werden mussten. Der Evakuierungsprozess wird abhängig von der Profitabilität. Hauptsächlich müssen durch das Exportvolumen priorisiert und zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben sich andere Anlagen entweder als profitabler oder effizienter erwiesen. Das Verteilungszentrum wird zur Evakuierungszwecken mindestens ein, in Klammern in Zahlen 1, Shuttle schicken.
sollte sich mehr Personal vor Ort befinden, als in ein Standard-Shuttle passen, empfiehlt Rezo die Einführung eines Prioritätssystems, damit der Beladungs- und Vorbereitungsprozess dieses Shuttles reibungslos vonstatten gehen kann. Bitte beachten, auf jeden Versuch, mehr als die maximal vorgesehene Anzahl von menschlichen Ressourcen an Bord des Shuttles zu bringen, wird mit konsequenter Intervention reagiert. Mit herzlichen Grüßen, deine Freunde im Verwaltungsrat von Rezo Incorporated. Von Sumner Zed an Rezo Verwaltungsrat, Shuttle-Neuzuweisung. Datum 7. März 2343, am selben Tag. Was ist mit Project Portero? Sicherlich werden uns dafür zusätzliche Ressourcen bereitgestellt. 8. März von Rezo Verwaltungsrat. Guten Tag. Forschungsprojekte werden bei der Berechnung der Profitabilität einer Siedlung nicht berücksichtigt. Die Wichtigkeit von Projekt Petero mag einen hohen Rang auf deiner Prioritätsliste einnehmen, aber wir sehen uns dennoch außerstande, mehr als ein Shuttle für die Evakuierung zu senden. Wir empfehlen eine entsprechende Prioritisierung der Ressourcen. Mit herzlichen Grüßen, deine Freunde im Verwaltungsrat von Rezo Incorporated. Von Sumner Z an Theodore und Pauline B. Schlechte Nachrichten. Wir bekommen ein Shuttle. Meiner Schätzung nach werden die Projekt Petero Vermögenswerte sowohl menschlicher als auch anderer Natur ungefähr 2/3 des verfügbaren Platzes benötigen. Damit bleibt nur noch Platz für uns und ein paar weitere Leute, die wir mitnehmen können. Wir müssen uns entscheiden, wie wir entscheiden wollen, wen wir noch mitnehmen. Theodore, I heard you liked Entscheidung. Vielleicht im Unternehmensausschuss zum Entwurf eines Entscheidungsfindungsplans. Oh Mann. Von Theodore T. an Sumner Z. und Pauline B. Du kennst mich doch, Sumner. Ich liebe Unterausschüsse. Aber egal, welche Entscheidung wir treffen, es wird mit verärgerten Arbeitern enden. Lass uns einfach mit der Petero-Crew abfliegen. Dann haben wir auch ein wenig mehr Beinfreiheit. Sobald wir sicher auf Terra 2 angelangt sind, können wir uns ja darum kümmern, ein weiteres Shuttle zu organisieren. Stimme dafür! Was erzählen wir den Arbeitern von Pauline B.? Vorne Sumner Z. Wir sagen ihnen, dass wir sie hier rausschaffen. Wir erwähnen nur nicht, dass es ein Shuttle nach dem anderen sein wird. Das passt schon. Erzähle ihnen nicht von der Gefahrenklausel. Unser Ziel ist es, hier in Frieden wegzukommen. Ohne Vorfälle. Ich will keine Massenpanik. Ich will nicht, dass es zu einem Aufstand oder das Gesetz für Ware zu einem Streik kommt. Sobald wir hier weg sind, setzen wir sie in Kenntnis, wie die weiteren Pläne aussehen. Bis dahin sollten wir es für uns behalten. Ich hoffe mal für Sie, die blöden Arschlöcher, dass die Mitarbeiter das tatsächlich nicht mitbekommen haben. Diese Schwefelluft. Da oben müssen wir noch hin. So, muss man ganz kurz was gucken. Aha. Nehmen jetzt 30 Minuten auf. Mache ich jetzt eine Aufnahme? Wenn ich jetzt die Aufnahme? Habe ich nämlich überlegt, ob ich einfach Start-Stopp machen soll. Das habe ich schon mal gelesen, ja. Ja, komm, ich mach das einfach mal. Ich mach das mal, diese Aufnahmesession. Alle 30, 40 Minuten einfach Stopp. Ich guck mal, wie das so ist. Früher. Also, wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich habe mal Elder Scrolls Online Let's Play. Das ist sowieso eines meiner erfolgreichsten Let's Plays. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Und da habe ich eine Zeit lang tatsächlich Start-Stop gemacht. Um kurz zu erklären, warum ich das nicht sowieso schon immer mache. Weil mir das erspart mir ja Arbeit. Also mit Start-Stop meine ich starte die Aufnahme, nehme 30 bis 40 Minuten auf, stoppe. Starte wieder die Aufnahme, ich nehme jede Folge einzeln auf, statt mehrere Folgen an einem Stück aufzunehmen und die dann zu zerschneiden. Also statt ein Video lang aufzunehmen und das dann mehrere. Das ist schon, was ich mache. Und bei Elder Scrolls Online damals hat mich das immer rausgehauen. Naja, ist unwichtig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei The Outer Worlds. Macht's gut. Ciao.